Hier siehst du, wie du bei einem Samsung Galaxy aus der S20-Serie die SIM-Karten einlegst oder eine eSIM aktivierst. Den Kartensteckplatz findest du oben am Gehäuse. Nimm den Auswurfstift für SIM-Karten aus der Verpackung. Steck ihn in die kleine Öffnung am Kartenhalter. Jetzt leicht drücken und die Halterung wird ausgeworfen. Nimm sie aus dem Steckplatz. Bei den Geräten aus der Galaxy S20-Serie kannst du mehrere Karten nutzen. Du kannst bis zu zwei SIM-Karten einsetzen oder den zweiten Platz für eine Micro-SD nutzen. Mit einer zweiten SIM kannst du zum Beispiel privat und geschäftlich trennen. Mit der Micro-SD-Karte erweiterst du deinen Speicher. Du kannst in den Galaxy S20-Geräten aber auch eine eSIM nutzen. Entweder einzeln oder als Zweitkarte. Du kannst aber nicht zwei eSIMs gleichzeitig nutzen. Schieb den Kartenträger zurück in den Steckplatz. Schalt dein Smartphone ein und entsperr die SIM-Karte mit der PIN. Jetzt aktivieren wir noch eine eSIM. Nach wenigen Augenblicken öffnet sich die SIM-Kartenverwaltung. Du findest sie später unter Einstellungen, Verbindungen und SIM-Kartenverwaltung. Wähl unter eSIMs das Pluszeichen, um einen Mobilfunktarif hinzuzufügen. Wähl dann über QR-Code hinzufügen, scan den Code deiner eSIM und gib die ePIN ein. Beides findest du in Mein Vodafone. Du möchtest wissen, was du unter SIM-Kartenverwaltung einstellen kannst? Dann schau dir unser Video dazu an. Und jetzt viel Spaß mit deinem Smartphone aus der Samsung Galaxy S20-Serie. Dein Vodafone-Team.